Liebe Brüder und Schwestern, auch wir sind Getaufte, getauft auf den Namen Jesu, ja auf den einen dreifaltigen Gott, der sich, wie wir eben gehört haben, in diesem Evangelium, in dieser Perikope, sich am Jordan offenbart hat. Der Vater bezeugt seinen Sohn, und der Heilige Geist erscheint sichtbar in Gestalt einer Taube. Offenbarung des einen und dreifaltigen Gottes. Taufe Jesu, der Herr, er steigt hinab in den Jordan. Ja, er steigt hinab, hinunter in die Tiefe unserer menschlichen Existenz, um uns emporzuheben, aufzuheben, um uns zu reinigen von allen Sünden, von aller Schuld. Er, den Johannes das Lamm Gottes nennt, das alle Schuld, alle Sünde hinwegnimmt. Jesus, er ist gekommen im Fleisch, ist Mensch geworden, so haben wir zu Weihnachten gefeiert. Er ist gekommen, um sein Leben hinzugeben für uns, um das Sühneopfer zu sein für unsere Sünden, uns zu erlösen von aller Schuld, mit seinem eigenen Fleisch und Blut, das er hingibt, mit seinem eigenen Leben. Ja, er ist dieses Opferlamm, das sich schlachten lässt aus Liebe zu uns, um unsere Schuld zu tilgen, uns zu erlösen und zu retten, um uns zu salben mit der Kraft des Heiligen Geistes. Jesus, er möchte uns aufrichten, uns herausholen aus unserer Sündenschuld, aus unseren Dunkelheiten, unseren Verletzungen. In ihm wird das Erbarmen des Vaters sichtbar. In ihm erfüllen sich die Weissagungen aus dem Buch des Propheten Jesaja. Ja, er erlöscht diesen glimmenden Docht nicht aus. Er zerbricht nicht das geknickte Rohr. Er ist überreich an Erbarmen. Zu ihm dürfen wir voll Vertrauen kommen, auch wenn wir mit Schuld beladen sind, auch wenn wir uns bewusst sind, dass wir oft wirklich gebrochene Menschen sind. Gerade mit diesen Menschen hat Gott Mitleid und Erbarmen, die gebrochen sind durch ihre Schuld, die gebrochen sind durch Ungerechtigkeit, die sie vielleicht auch selber erfahren haben. Jesus sagt, kommt zu mir, die ihr verletzt seid, die ihr beladen seid, ich will euch Ruhe verschaffen. Ja, möge der Herr uns Ruhe schenken, uns Frieden und Zuversicht geben. Möge er uns neu erfüllen mit der Kraft des Heiligen Geistes. Möge dieser Geist Gottes, der oft wie Feuer ist, uns neu entzünden, diesen glimmenden Docht, der manchmal da in uns ist, unseren schwachen Glauben wieder neu stärken, unsere Hoffnung wieder neu festigen. Ja, möge er uns neu mit diesem Feuer seiner göttlichen Liebe entzünden, dass wir auch wir Zeugen sein können für das Evangelium, für die Gnade Gottes, die sichtbar erschienen ist unter uns. Ja, für Jesus, unseren Retter und Erlöser. Möge der Geist Gottes uns stärken, dass wir als Christen Zeugnis geben in der Welt, Zeugnis von unserem Glauben, von dem, was uns der Vater schenkt in seinem Sohn Jesus. Möge dieser Geist Gottes uns beflügeln und stärken und ermutigen, dass wir diese Taufgnade, die wir empfangen haben, immer mehr zur Entfaltung bringen, dass wir mehr als Kinder Gottes leben, in diesem Vertrauen, dass wir getragen sind in den Händen unseres Vaters im Himmel, durch den alles geworden ist.
In der zweiten Lesung ist auch die Rede von der Wiedergeburt. Es ist so ein Wort, das oft auch missverstanden, fehlgedeutet wird. Auch in den fernöstlichen Religionen gibt es ja diese Wiedergeburt, diese Reinkarnation, aber das ist ja nicht gemeint. Wir sind wiedergeboren worden durch Wasser und Heiligen Geist in der Taufe. Unser Leben ist einmalig, es gibt nicht dieses Rad der Wiedergeburt, dass man wieder zurückkehrt sozusagen in diese Welt und dann manches wieder verbessern kann oder eben höher hinaufsteigt oder irgendwie tiefer hinuntersinkt, in eine niedrige Schöpfungsexistenz wieder zurückkommt. Wir sind wiedergeboren durch Jesus. Er hat uns neu geschaffen. Wir sind neue Menschen geworden, damit wir wirklich als Kinder Gottes leben, damit wir die Güte Gottes widerspiegeln können, damit wir uns bemühen, gerecht und fromm und heilig in dieser Welt zu leben, weil wir wissen, dass unser Leben einmalig ist und ein Ziel hat, nämlich die Ewigkeit, das ewige Leben in der Herrlichkeit Gottes. Ja, möge der Herr uns stärken und ermutigen, dass wir eintreten für seine Gebote. So vieles ist heute bedroht, denken wir an das ungeborene menschliche Leben, dass wir uns auch einsetzen können für den Schutz des ungeborenen Menschen. So vieles ist heutzutage in Frage gestellt, gefährdet, die christliche Ehe, die Familie, dass wir wieder den Wert der christlichen Ehe und Familie erkennen, entdecken und auch diesen Wert, den Gott uns da geschenkt hat, verteidigen. Es gibt nicht diese Ehe für alle, das ist eine Irreführung. Es gibt nur diese Ehe zwischen Mann und Frau. So vieles möchte uns heutzutage verwirren. Möge der Geist Gottes uns erleuchten, damit wir klar erkennen, was der Plan Gottes ist, was uns wirklich Heil und Segen und Frieden bringt. Ja, möge der Herr uns stärken und erleuchten, Jesus, der Retter und Erlöser. Und schauen wir hin auf Johannes, den Täufer. Er sagt, er, der Sohn Gottes, er muss wachsen, ich aber muss kleiner werden. Bereitwillig tritt Johannes der Täufer zurück. Er demütigt sich, er sagt, ja, ich bin es nicht wert, ja, diesem Herrn Jesus die Schuhriemen aufzuschnüren, die Sandalen zu lösen. Er hat erkannt, wer dieser Jesus von Nazareth ist. Er weiß, er ist der Retter, der Sohn Gottes, in allem Gott gleich und in allem uns gleich, außer der Sünde. Ja, möge der Herr uns Kraft schenken, dass wir unseren Egoismus immer mehr überwinden, unsere Ich-Sucht, dass wir uns öffnen für die Heilspläne Gottes und auch für das Erbarmen gegenüber unseren Mitmenschen, dass wir uns einsetzen für die Gerechtigkeit, auch für die gerechte Verteilung der Güter, dass wir Zeugen sein können für den Frieden, denn nur wenn Gerechtigkeit herrscht, kann dauerhafter Friede wachsen und sich entfalten. Ja, möge der Geist Gottes uns neu stärken in unserem christlichen Leben, in unserer Berufung und Sendung als Getaufte, damit das Reich Gottes sich auch durch uns ausbreitet, dieses Licht Christi hineinstrahlt in alle Bereiche unseres Lebens. Amen.